Akt 1 – Der Aufstieg der Olympier. In den Zeiten nach dem erbitterten Krieg der Götter gegen die Titanen, als der Himmel von den schallenden Siegesrufen erfüllt war, erstiegen Zeus, Poseidon und Hades den majestätischen Olymp, um die Welt in göttlicher Eintracht zu beherrschen. In dieser Herrschaftsteilung regierte Zeus über das weite Firmament, Poseidon über die endlosen Fluten der Meere und Hades über die düsteren Abgründe der Unterwelt. Die gefallenen Titanen wurden in die tiefsten Tiefen des Tartarus verbannt, während Atlas und Kronos gesonderte Strafen für ihre rebellische Vergangenheit erdulden mussten. Doch die Erdgöttin Gaia, Mutter der Titanen, hegte in ihrem Herzen einen glühenden Zorn über die Gefangennahme und Bestrafung ihrer Kinder. In einem wogenden Sturm der Empörung entsprang aus der Verbindung mit Tartarus eine neue Brut, die Giganten. Diese mächtigen Wesen waren dazu auserkoren, den Olymp zu stürmen und die Macht der aufsteigenden Olympier zu bedrohen. Gaia, von Zorn entfacht, spiegelte ihre Wut in den Giganten wider und trieb sie dazu an, gewaltige Felsen und brennende Bäume gen Himmel zu schleudern. Die Giganten, von der Mutter Erde selbst aufgehetzt, waren die Werkzeuge ihres Racheschreis gegen die aufsteigende Macht der neuen Götter, die nun als Himmelssöhne über die Welt herrschten. Akt 2 – Die Prophezeiung und der Ruf nach Herakles. Das Orakel, jene uralte Quelle der Weissagungen und göttlichen Weisheit, enthüllte den Olympiern eine düstere Wahrheit. Die Giganten, geschaffen aus dem Zorn der Erde selbst, konnten nicht durch die Hand der Götter niedergestreckt werden. Eine unüberwindbare Barriere schien zwischen den himmlischen Mächten und ihren rebellischen Nachkommen zu stehen. Von dieser unheilvollen Prophezeiung erschüttert, entschieden sich die Olympier dazu, einen Halbgott von außergewöhnlicher Macht und Tapferkeit zu Hilfe zu rufen. Athena, die Göttin der Weisheit und des Krieges, wandte sich an Herakles, den Sohn des Zeus, der bereits viele Prüfungen und Abenteuer erfolgreich bestanden hatte. Herakles, mit der Kraft seines göttlichen Erbes und der Unerschrockenheit eines wahren Helden ausgestattet, willigte ein, die Götter im Kampf gegen die unaufhaltsame Wut der Giganten zu unterstützen. Sein Bogen, gespannt mit Pfeilen, tränkte er in das giftige Blut der Hydra, eine tödliche Waffe, die dazu bestimmt war, die mächtigen Giganten zu durchdringen. In der ersten Schlacht, die über die himmlischen Gefilde tobte, zeigte Herakles seine unübertroffene Fähigkeit im Umgang mit der Waffe. Alkyoneus, einer der stärksten Giganten, fiel durch einen gezielten Pfeil des Halbgottes. Die gewaltige Präsenz des Giganten, einst stolz und unbezwingbar, erodierte vor der Macht des Herakles. Doch der zweitmächtigste Gigant, Porphyrion, attackierte Hera und Herakles in dem Versuch, die Göttin zu entführen. In diesem kritischen Moment schleuderte Zeus einen Blitz, der den Giganten traf, und Herakles setzte nach mit einem Pfeil, der Porphyrion zu Boden streckte. Die Götter, vereint in ihrem Widerstand gegen die aufbegehrenden Giganten, kämpften mit vereinter Kraft. Ares, der Kriegsgott, stürmte auf seinem mächtigen Streitwagen mitten in die dichteste Menge der Giganten. Seine Lanze durchbohrte den mächtigen Pelorus, doch erst als Herakles mit einem weiteren Pfeil intervenierte, sank der Gigant zu Boden, für immer besiegt. Die Schlacht wogte weiter, und jede der olympischen Gottheiten trug ihren Teil dazu bei, die aufbegehrenden Giganten niederzuringen. Apollo und Herakles trafen gemeinsam den Giganten Ephialtes, ihre Pfeile bohrten sich zielsicher in seine Augen, und der Riese fiel zu Boden. Dionysos, der Gott des Weines, tötete Eurytos mit seinem Thyrsus, Hekate, die Göttin der Magie, verbrannte Klytios mit ihren Fackeln, und Hephaistos, der Schmiedegott, traf Mimas mit einem rotglühenden Eisen, das den Giganten tödlich traf. Enkelados versuchte zu fliehen, doch Athena, die weise Kriegergöttin, warf Sizilien über ihn, eine Insel so schwer wie das Schicksal selbst. In einem weiteren entscheidenden Schlag tötete sie Pallas, den Giganten, und nutzte fortan dessen Haut als ihren Schild. Poseidon, der Meeresgott, warf Nisyros, einen Teil der Dodekanes-Inselgruppe, auf Polybotes, einen weiteren der Giganten. Hermes, der listige Gott, unsichtbar durch die Kappe des Hades, tötete Hippolytos, einen Giganten, der mit wilder Entschlossenheit kämpfte. Artemis, die Göttin der Jagd, fand ihr Ziel in Gration und erschoss ihn mit einem gezielten Pfeil. Die Moiren, die Schicksalsgöttinnen, trugen ebenfalls zu dem blutigen Gemetzel bei und töteten Agrios und Thoas mit ihren bronzenen Keulen. Der Rest der Giganten, von der überwältigenden Macht der olympischen Götter niedergestreckt, fand sein Ende unter den gnadenlosen Blitzen des Zeus und den treffsicheren Pfeilen des Herakles.
Die einst so stolzen und unbezwingbaren Giganten lagen nun besiegt und entmachtet, und die Himmelsgötter siegten in diesem blutigen Gefecht. Erzürnt über die erneute Niederlage, gebar Gaia in ihrem Zorn mit Tartarus einen weiteren Schöpfungsakt des Unheils, Typhoeus, ein Ungeheuer von ungeahnter Stärke und Schrecken. Die Gigantomachie, eingraviert in die Annalen der Göttergeschichte, hinterließ einen unauslöschlichen Abdruck im Universum, und der Klang des epischen Kampfes hallte noch lange über den Olymp und die Welt hinaus. Die himmlischen Höhen hallten wieder von der siegreichen Schlacht gegen die Giganten, doch das Gemetzel war noch nicht vorbei. In der Fortsetzung des epischen Konflikts trugen die Götter weiterhin ihre übernatürlichen Kräfte gegen die verbleibenden Giganten, die sich verzweifelt gegen die himmlische Übermacht auflehnten. Akt 3 – Der Zorn der Erde und die Geburt des Typhoeus. Trotz des triumphalen Sieges der Götter über die Giganten konnte die Erde, beseelt vom unerschütterlichen Zorn ihrer Titanenmutter Gaia, keine Ruhe finden. In einem Akt grenzenloser Verbitterung und finsterer Absicht zeugte Gaia mit Tartarus den schrecklichen Typhoeus. Dieses monströse Ungeheuer, von beispielloser Stärke und unerbittlichem Zorn, sollte die Verderbnis über die Götter bringen und die himmlische Herrschaft herausfordern. Die Götter erkannten, dass der schreckliche Typhoeus eine Bedrohung von kosmischen Ausmaßen darstellte, und versammelten sich, um einen Plan zu schmieden, wie sie diese unvorstellbare Macht besiegen könnten. In einem Akt göttlicher Einigkeit und Entschlossenheit entschieden sie sich für einen vereinten Angriff gegen das Ungeheuer, das aus den Tiefen der Erde hervorgestiegen war. Die Götter kämpften unerbittlich gegen Typhoeus, ihre himmlischen Kräfte gegen die dunkle Macht des Ungeheuers. Doch in diesem verzweifelten Gefecht wurde klar, dass eine neue Strategie erforderlich war. In einem entscheidenden Moment erkannte Zeus die wahre Natur der Macht von Typhoeus. Es war nicht nur die rohe Gewalt der Erde, sondern die untrennbare Verbindung mit dem Tartarus, dem tiefsten Abgrund der Hölle. Mit dieser Erkenntnis versammelten die Götter ihre Kräfte und konzentrierten sich darauf, die Verbindung zwischen Typhoeus und dem Tartarus zu brechen. Zeus, als Herr des Himmels und Blitzes, schleuderte einen gewaltigen Blitz auf Typhoeus, der die Dunkelheit durchdrang und die Verbindung zu den tiefsten Abgründen des Tartarus unterbrach. In dem Moment, als die Verbindung zerbrach, verlor Typhoeus an Kraft. Die Finsternis wich und das Ungeheuer zitterte unter dem göttlichen Zorn. Die Götter nutzten diesen entscheidenden Moment und bündelten ihre Kräfte in einem letzten gemeinsamen Angriff. Blitze, Wellen, List und göttliche Stärke verschmolzen zu einem alles durchdringenden Licht, das Typhoeus erfasste. Das schreckliche Ungeheuer schrie in seiner letzten Verzweiflung auf und wurde von der überwältigenden göttlichen Macht verzehrt. Die Dunkelheit wich dem Licht und die Erde erbebte unter den letzten Schreien des besiegten Typhoeus. Die kosmische Ordnung, erschöpft durch die Vereinigung der göttlichen Mächte, triumphierte über das Chaos. Der einstige Schrecken, der aus den Tiefen der Erde emporgestiegen war, wurde von der alles durchdringenden Kraft des Olymps bezwungen. So endete ein weiteres Kapitel in der unendlichen Saga der Götter und ihrer Prüfungen. Die Götter, gestärkt durch ihre Siege und geleitet von ihrer Weisheit, blickten auf die Zukunft. In den Sternen und auf den Gipfeln des Olymps konnte man die Zeichen einer neuen Ära erkennen, eine Ära, in der die Götter weiterhin über Himmel und Erde wachen würden, um die kosmische Ordnung zu bewahren.